Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Next Big Thing. Und mir ist etwas eingefallen. Und zwar, wir haben ja alles mit allem Möglichen kombiniert, aber irgendwie scheinen wir dabei vergessen zu haben, das Prima zu tun. Prima Idee! Weil so fliegt das Messer sofort zum Apfel. Lies nochmal, Werfenmesser. Sehr gut. Liz, sehr gute Schützin, denn überrascht. Ha, weil Liz gemogelt. Liz Magnet in Apfel getan. Denn nicht kennen Wort Magnet. Liz große Schützin. Liz behalten Dens Messer. Liz Dan Danke sagen. Und so bestand Liz dank ihrer Klugheit und Dans beschränktem Wortschatz die Messerwurfprüfung. Und jetzt können wir dem Typen etwas von seinen Sachen klauen. Messer? Fitz Randolph ist gut. Ich werde ihn nicht damit stechen, aber... Mal sehen, wie er mit einem beschnittenen Kittel zurechtkommt. Er scheint gut zurechtzukommen. Fitz Randolph liebt uns alle. Jetzt ist es eine richtige Voodoo-Puppe. Ja, genau. Leb wohl, Dr. Pausbacke. Und so wurde Liz wieder sie selbst, indem sie ihr alter Ego von Fitz Randolphs negativem manipulatorischem Einfluss befreite. Mal sehen. Fitz Randolph ist gut. Fitz Randolph liebt uns. Ja! Eva Morte und der Herr der Nacht? Ha! Bitte die Plätze einnehmen, die Aufnahme beginnt. Achtung! Licht! Kamera! Und Action! Liz! Wir müssen ihn aufhalten! Wen denn? Fitz Randolph! Er will in den Kongress! Aber die Monster aus seinen Horrorfilmen verängstigen die Leute und das stört seinen Wahlkampf. Deshalb will er Familienfilme produzieren. Er pflanzt einen Chip ins Gehirn jedes Monsters, das sich dagegen sträubt. Ja. Genau wie der Herr der Nacht und Eva Morte. Ja. Er hat sie nur benutzt für diesen Film, in dem ich sie interviewe und in dem sie sagen, dass wir Fitz Randolph wählen sollen, denn... Fitz Randolph liebt uns alle. Mich hat er wirklich komplett verändert. Sein Traum von Gleichheit hat meinem Leben Sinn gegeben. Mit Fitz Randolph sind wir alle frei. Und morgen werden ganz sicher 3000 Kopien dieses Films im ganzen Land vorgeführt. Ich weiß, wo das Original ist. Ich werde stehlen. Nein. Abwarten. Sagte Liz. Fitz Randolph hat viel zu viele Freunde. Wenn wir zur Polizei gehen, landen wir hinter Gittern. Pass auf. Ich werde einen neuen Film drehen, in dem Eva Morte und der Herr der Nacht die Wahrheit sagen. Du wirst die Filme miteinander vertauschen und die Leute werden morgen unsere Fassung sehen. Gut. Und ich überlege, wie wir sie austauschen können, antwortete Dan. Auch wenn diese Sadomonster in deinem Film sicher nicht mitmachen werden, vor allem wenn sie einen Chip haben. Die Frage hätten wir endlich gelöst. Probleme mit ihrer Willensfreiheit? Sind sie es leid, diesen Chip, den sie nicht loswerden können, im Gehirn zu tragen? Verzweifeln sie nicht, denn wir haben für sie die Lösung. Wir präsentieren ihnen den Chipzieher des unglaublichen Professor Fly. Faszinierend. Kaum zu glauben, es ist endlich vollbracht. Faszinierend und unglaublich, aber das ist noch nicht alles. Wenn Sie augenblicklich einen Chipzieher von Professor Fly bestellen, bekommen Sie nicht einen, sondern sogar zwei davon. Ich wiederhole, nicht einen, sondern zwei Chipzieher des unglaublichen Professor Fly. Möchten Sie Ihre Freunde wirklich tief beeindrucken? Dann zögern Sie nicht länger. Greifen Sie zu! Die Chipzieher funktionierten sofort perfekt. Aber als die beiden nicht mehr unter dem Einfluss des Chips standen, zeigten Eva und der Herr der Nacht ihre wahren Persönlichkeiten und wollten plötzlich nicht mitspielen. Sie waren dabei wegzugehen und Liz Pläne zunichte zu machen, als der ewig selbstlose Dan Murray sich bereit fand, die Grenze zwischen Normalsterblichen und Helden zu überschreiten. Wartet! Ich bin kurz davor, etwas zu tun, wofür ich mich mein ganzes Leben hassen werde. Wirst du dich selbst demütigen, Idiot? Oh, hört sich interessant an, Blödmann. Lass sehen.
Liz braucht ihn bei Bewusstsein, um ihn nochmal zu interviewen. Es ist soweit. Tief durchatmen, Murray. Harte Schläge, Pfeilchen, gebrochene Nasen, Blutergüsse, zerschmetterte Rippen, totale Gewalt. Wir hören aufmerksam zu, Idiot. Fahr fort, Blödmann. Manny Brown, Rico Sandretti, Los Angeles Stadion, Freitagabend. Die Eintrittskarten gehören euch. Und so transzendierte Dan Murray das Dasein eines Normalsterblichen und wurde zur Legende. Und ihre Idee funktionierte. Beide Akteure sagten zu, eine neue Version des Interviews zu drehen, als Gegenleistung für die Karten. Sie schlossen sich mit Liz im Studio ein, während Dan überlegte, wie er die neue Fassung mit der von Fitz Randolph vertauschen konnte. Faszinierend. Mein halbes Gehalt, dass er da den Film in den Händen hält und dass er in sein Büro geht. Währenddessen mal sehen, was Emil, Katjanowski zu erzählen hat. Nanu, er ist nicht da. Aber er hat diese Spaßpistole hier gelassen, mit der er Graffiti entfernt hat und mit der er auf mich zielte, als er diesen außerirdischen Clown gespielt hat. Abgeschlossen, natürlich. Wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. Passt, wackelt und hat Luft. In dem Schloss ist ein Teebeutel. Noch ein Versuch? Nein, da weiß ich doch was Besseres. Ja, es wird Zeit, Willys Büro zu besuchen. Also, Willy, hast du das Kopierteam schon angerufen? Ja. Die werden bald da sein und mit dem Vervielfältigen anfangen. Schön für dich. Jetzt, da ich dir persönlich und exklusiv zu Diensten bin, Fitz Randolph ist toll, gibt es da etwas, das du mir erklären solltest? Warum hörst du nicht mit dem Rauchen auf? Darum. Es ist meine Gesundheit, mein Atem und mein Geld. Und wenn jemand sich daran stört, Pech. William A. Fitz Randolph hat sich das Recht verdient, über manchen Dingen zu stehen. Der da ist doch Bobby Russell, der Masseur der Freaks. Der da? Murray, weißt du denn gar nichts vom Kino? Gar nichts. Und ich bin sehr stolz darauf. Das ist Carl Doherty. Einer meiner... Wenn Liz ihren Film fertig hat, überlegte Dan, könnte ich versuchen, die Filme zu vertauschen, während Willy woanders hinguckt. Aber er würde mich sehen. Das kann ich nicht riskieren. Willy darf mich nicht erwischen. Bekanntesten Schauspieler. Er ist schon seit 4-5 Jahren in Rente. Wenn du es sagst. Aber er sieht Bobby Russell schon ähnlich. Worum geht's in dem Film? Es ist ein Kurzfilm, der morgen in mehr als 3000 meiner Kinos im ganzen Land vorgeführt wird. Ein Kurzfilm? Sagtest du nicht, es sei ein Interview? Wenn man es genau nimmt, ist es eine Botschaft in Interviewform. Der Beginn meiner Wahlkampagne als künftiger Kongressabgeordneter William A. Fitz Randolph. Wozu willst du in der Politik mitmischen? Gerechtigkeit. Mein Großvater war Kongressabgeordneter, aber mir erlaubt man es nicht. Nur wegen meines Aussehens. Murray, wir Monster sollten dieselben Rechte haben wie alle anderen. Und dank William A. Fitz Randolph werden wir sie auch bekommen. Warte mal, ich habe ein paar Fragen. Warum hast du Liz benutzt, um das Interview zu drehen? Sie ist intelligent, hat keine Erfahrung und keine merkliche Ideologie. Ein perfektes, unbeschriebenes Blatt. Außerdem genießt ihre Familie im ganzen Land hohes Ansehen. Sowohl in der Wirtschaft, wegen ihres Vaters und ihrer Schwester, der Unternehmerin, als auch unter Künstlern und Intellektuellen, wegen ihrer Schwester, der Malerin. Warum hast du Eva Morte und den Herrn der Nacht in dem Film mitwirken lassen, wenn du weißt, dass alle sie hassen? Die Leute hassen sie, weil sie sind, was sie sind.
aber ich möchte sie aus einem ganz anderen Blickwinkel zeigen. Süß, freundlich, großzügig. Die Botschaft lautet, wenn Fitz Randolph es geschafft hat, die beiden zu ändern, kann er alles schaffen. Deine Vision der Gleichheit ist nicht schlecht, aber es wird Leute geben, die mit Manipulation nicht einverstanden sein werden. Erstens, niemand wird es erfahren. Zweitens, ein großes Unterfangen bedarf großer Opferbereitschaft. Wenn man die Freiheit einiger weniger opfern muss, um das Beste für die Gemeinschaft zu erreichen, dann kann man auf William A. Fitz Randolph zählen. Wechseln wir das Thema. Ich drehe da mal eine Runde. Viel Glück mit Celsius. Da drin ist die Irre und dreht einen Film, den ich mit Willys Film vertauschen werde. Aber ich kann doch bestimmt noch hier rein, oder? Oh ja. So. Wie läuft es, alter Brummer? Ich baue gerade einen neuen Chip für Celsius. Wenn ich ihm den eingepflanzt habe, wird er zum Wissenschaftler mit untadeligen moralischen Grundsätzen. Die spielen doch Karten. Ich sehe was, was du nicht siehst. Und das ist... ein Ding. Mit welchem Buchstaben beginnt es? Es beginnt mit M. Masochismus. Mandarine. Ich will nicht, dass diese Genies meinetwegen Zeit verlieren. Ohne mich. Ich will nicht nochmal mit den Robotern zu tun haben. Mit Sicherheit führt er weit von den Studios weg. Ich gehe dann. Ekelhaft. Was für... Ich soll ihn berühren? Für mich ist er fast ekliger als ein Käfer. Noch ein Versuch? In dem Schloss ist ein Teebeutel voll Schießpulver. Ich weiß aber nichts davon. Sag mal. Ich habe ein... Das wäre... Dein Wahlkampf. Tabak macht sich nicht gut in der Presse. Die Mütter werden nicht wollen, dass du ihre Kinder in die Arme nimmst. Das ist wahr. Aber... Willst du ein Aber? Na schön. Fitz Randolph liebt uns alle, aber hat Mundgeruch. Gib die Pfeife her, Willy. Murray... Du bist ein echter Freund. Sogar angesteckt. Perfekt. Fitz Randolph ist toll. Ich dreh viel. Sehr gut. Touchdown. Ich zünde die Lunte an und schnell zurück an die Mittellinie. I am the very best of all. Technischer K.O. Katjanowski sollte seine Sachen nicht so offen rumliegen lassen. Hier könnte ja jeder reinkommen und was klauen. Was mache ich denn damit? Oh, ich könnte den Unsichtbaren entfärben. So, meine Herren, Dan Murray übernimmt das Kommando. Dann könnte der nämlich die Rolle austauschen. Hey du, der Typ mit der Farbe. Komm her, ich mach dich sauber. Pass auf, wo du hinpustest, ja? Kommt überraschend was? Jetzt bleibt uns nichts als zu warten, bis die Irre mit dem Film kommt. Der muss genau wie das Original aussehen. Endlich war alles für den Filmtausch vorbereitet. Der Immaterielle nahm die Dose, die Liz hatte, und folgte Dan bis... Willy, mir ist da etwas noch nicht ganz klar. Bist du wirklich sicher, dass der Typ da nicht Bobby Russell ist, der Masseur der Freaks? Haha, mein Freund Murray. Die Kinowelt interessiert dich wohl wenig.
Wie ich dir schon sagte, handelt es sich um Carl Doherty, einen meiner großen Stars. Mit dem Gesicht? Mann, die armen Kleinstars. Weißt du, wie viele Millionen es gibt? Willy, hör zu. Dein Hof von Celsius hat es noch nicht geschafft, mich klein zu kriegen. Ich stehe nicht unter seiner Kontrolle. Mehr noch, ich arbeite gegen dich und werde deine Wahlkampagne sabotieren. Ich sag's dir. Mit Hilfe von Eva Morte, dem Herrn der Nacht und Liz Allaire habe ich einen neuen Film gedreht, der für dich das Aus bedeutet. Vielleicht siehst du es nicht, aber neben mir steht der immaterielle Mann. Er ersetzt gerade deine Filmdose durch meine. Morgen Nachmittag spätestens wird der Streifen in all deinen Kinos vorgeführt. Mein Freund, Willy. Dann bist du ruiniert. Wie gefällt dir das? Du Idiot! Weißt du, ich hätte dir für einen Moment fast geglaubt. Das Kopierwerk. Ich gebe denen die Filmdose mit und dann... Ja gut, lass uns feiern, rief Dan. Tja, so war's. Am nächsten Tag haben die Kinobesucher in mehr als 3000 Kinos im Land erfahren, was die wahren Absichten von diesem William A. Fitzrandolph waren. Fitzrandolph ist unmöglich. Fitzrandolph lebt sowieso nur sich selbst. Er hat mich gezwungen, mich zu verändern, um seine Wahlkampagne entscheidend zu unterstützen. Sein Traum von Gleichheit für alle Monster ist nur Zynismus. Das einzig wichtige Monster für William A. Fitzrandolph ist er selbst. Mit Fitzrandolph werden wir alle zu Sklaven. Fitzrandolph ist gar nicht toll. Das ist der wahre Fitzrandolph. Der Magnat, der Schauspieler manipuliert, um seine menschenverachtenden Ziele zu erreichen. Er ist jemand, der lügt und zum Lügen zwingt. Der es sich erlaubt, Machtgier als pure Gerechtigkeit zu verkaufen. Die Konsequenzen ließen nicht lange auf sich warten. Schauspielermonster weigerten sich, weiter für MKO zu arbeiten. Sofort fielen die Unternehmensaktien auf den Tiefstwert. Ebenso wie die Glaubwürdigkeit seines Besitzers, William A. Fitzrandolph, und seine Träume von politischer Macht. Sein Verbündeter, Dr. Celsius, überstand die Angelegenheit viel besser. Dank dem Chip, den Fly ihm ins Gehirn eingepflanzt hatte, entdeckte er, dass seine mechanische Begabung viele Leute glücklich machen konnte. Mary, 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 Mary! Die Reportage ist fabelhaft, ausgezeichnet! Wer hätte gedacht, dass der Veteran und die enthusiastische Anfängerin am Ende so ein großartiges Paar abgeben würden? Ein Paar? Auf keinen Fall! Mit dir? Niemals! Idiot! Idiotin! Angeber! Irre! Gut. Sehr gut. Eine schöne Geschichte. Du hast dir wirklich gut erzählt. Und morgen bist du dran. Was suchst du aus? Sag ich dir morgen. Essen wir? Das gefällt mir. Ein Rennen? Gewinnen wird diesmal der zweite 2012-14. Oh. Damit scheinen wir am Ende zu sein. Und ich finde es ja recht süß, dass die beiden am Ende wohl doch zusammen waren und auch länger miteinander gelebt haben und auch immer noch glücklich sind. Sehr süß. Mir das Spiel sehr gut gefallen, weil man, ich weiß nicht, ja doch, es war ganz schön, es war an manchen Stellen etwas verwirrend, es war teilweise nicht 100% logisch, aber was soll's. An und für sich ist die Plotentwicklung super und ja, wir haben es gemeistert. Wir haben Fitzrandolph davon abgehalten, in den Kongress zu gelangen und sämtliche Menschen und Monster in willenlose Chip-Zombies zu verwandeln. Ich bin stolz. Wir sind Helden, wir haben die Welt gerettet und so.
übernimmt. Also, das war's dann. Und ich würde sagen, wir sehen uns in einem weiteren, in einem anderen Let's Play wieder. Und bis dahin, schön die anderen Videos gucken. Ihr könnt, und meinetwegen könnt ihr euch ja nochmal das ganze Let's Play in Arnhem gucken. Das ist, ja. Man sieht sich.